Ihr kennt doch den heiligen Nikolaus. Vor vielen hundert Jahren lebte er in dem Land, das wir heute Türkei nennen. In seinen jungen Jahren war Nikolaus natürlich noch kein Bischof. Und noch lebte er auch nicht in Myra, sondern in einer anderen Stadt. Nikolaus war damals ein reicher Mann. Von seinen Eltern hatte er viel Geld, ein großes Haus und manch anderen Besitz geerbt. In den Sommermonaten, wenn es schön warm war, spielte sich das Leben der Menschen auf den Straßen ab. Gern spazierte Nikolaus dann umher und hörte auf das manchmal muntere, manchmal traurige, manchmal komische Stimmengewirr in den Gassen. Doch plötzlich hörte er hinter einer Mauer eine traurige Stimme und auch weinende Stimmen sind nicht zu überhören. »Morgen werdet ihr zu eurem neuen Dienst herangehen«, sagt eine tiefe Männerstimme. »Wie gerne würde ich euch bei mir behalten, aber ich bin arm. Ich schaffe es nicht, genug Geld zum Leben für uns alle zu verdienen.« Die traurige Stimme des Vaters und das Weinen der Mädchen stimmen Nikolaus nachdenklich. Kann er nicht helfen? Rasch läuft er zurück in sein Haus. Dort füllt er einen Sack mit Goldstücken. Er eilt zurück zur Gartenmauer. Er geht bis zu der Stelle, an der die Mauer ein Fenster zum Wohnhaus hat. Schnell schaut Nikolaus sich um. Niemand hat ihn gesehen. Dann nimmt er den Sack mit den Goldstücken und wirft ihn hinein. Bevor noch jemand aus dem Fenster schauen kann, dreht er sich um und läuft davon. Im Haus hat der arme Vater das ungewöhnliche Geräusch am Fenster gehört. Und wie groß ist seine Überraschung, als er den aufgeplatzten Sack und die vielen Geldstücke entdeckt. Woher das Geld wohl kommt? Wer hat es durch die Fensteröffnung geworfen? Rasch schaut der Vater auf die Straße hinaus, aber dort ist es menschenleer. Nur etwas weiter oben in der Straße, dort, wo die Häuser der Reicheren stehen, meint eine Bewegung an der Haustür wahrzunehmen. Dort wohnt doch der reiche junge Mann, dieser Nikolaus. Er wendet seinen Blick dem Geld zu. Ob es wirklich für ihn und seine Töchter bestimmt ist, dann wäre er allen Kummer und alle Sorgen los. Die Frage, wer der gute Geber ist, lässt ihm keine Ruhe. Er beschließt, im Haus von Nikolaus nachzufragen. All seinen Mut nimmt er zusammen und klopft an. Der Diener führt ihn zu Nikolaus in den Garten. »Junger Herr«, spricht der Vater und sinkt vor Nikolaus auf die Knie. »Sag, bist du es, der einen Geldsack durchs Fenster in mein Haus geworfen hat? Ist es wirklich gedacht, mir und meinen Töchtern zu helfen?« »Steh nur auf«, antwortet Nikolaus und hilft dem Mann auf die Füße. »Ich hörte zufällig von deiner Not. Es ist doch nicht schwer, von den vielen, das ich besitze, abzugeben. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich freue mich mit euch, wenn es dir und deinen Töchtern gut geht.« Jahre sind vergangen. Nikolaus ist älter geworden. Nun unternimmt er Reisen, um andere Städte kennenzulernen. Eines Morgens will er in die Stadt Myra, die Kirche, besuchen. Zu Tagesbeginn möchte er dort beten. Die Lehren Jesu sind ihm wichtig. Er weiß, dass Gott ihn liebt. Er möchte wie Jesus den Menschen helfen. Er ist gern Christ. Als er den dunklen Kirchenraum betritt, stellt sich ihm plötzlich ein alter Mann entgegen. »Das ist er! Das ist unser neuer Bischof!« ruft er in die Kirche hinein. Nikolaus ist verwirrt. »Ich bin kein Bischof«, sagt er und will sich abwenden. Doch der Mann hält ihn fest. »Unser alter Bischof ist vor kurzer Zeit gestorben. Nun brauchen wir einen neuen Bischof, der sich um uns sorgt und uns führt. In der vergangenen Nacht haben wir gebetet, dass Gott uns zeigen möge, wer unser neuer Bischof sein soll.« Die Augen des alten Mannes glänzen. »Wir meinten, dass Gott sicher einen guten und frommen Menschen zu uns schicken wird. Und du bist nun schon so früh am Morgen in die Kirche gekommen. Wer seinen Tag im Gebet unter den Schutz Gottes stellt, der ist sicher ein guter Bischof für uns.« Nikolaus ist verwirrt. Sollte es wirklich Gottes Wille sein? Er will darüber nachdenken. Er möchte überlegen, ob er als Bischof den Menschen und Gott dienen kann. Plötzlich merkt er, dass in der Kirche noch viele andere Menschen sind. Alle hoffen, dass er ihr Bischof werden wird. Die hoffnungsvollen Augen der Menschen und ihre Bitten bleiben bei Nikolaus nicht ungehört. Einige Zeit später wird Nikolaus zum Bischof von Myra geweiht. Nikolaus spürt, dass er Gott und den Menschen als Bischof gut helfen kann. Wieder ist eine lange Zeit vergangen. Die Menschen in Myra lieben ihren frohen und freundlichen Bischof. Sie haben erfahren, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten bei ihm ein offenes Ohr und Hilfe finden. Und nun herrscht große Hungersnot im Land. Die Hitze hat alles Korn verloren lassen.
Die Menschen haben großen Hunger. Da eines Tages fahren Schiffe schwer beladen mit Korn in den Hafen ein. Gerne möchten die Menschen den Schiffern das Korn abkaufen, doch die Schiffer verkaufen nichts. Unser Dienstherr wird uns bestrafen, wenn wir nicht alles Korn zum Zielhafen bringen, so sagen sie. Da geht Bischof Nikolaus zum Hafen. Gebt den Menschen von eurem Korn. Gott selber wird eure Schiffe wieder füllen. Euer Dienstherr wird zufrieden sein. Die Schiffer sind skeptisch, aber sie sehen die hungrigen Menschen und schließlich geben sie nach. Bischof Nikolaus teilt alles gerecht. Alle werden satt und auch die Felder können neu bestellt werden. Die Schiffe aber sind tatsächlich später voll beladen im Zielhafen angekommen. Bis heute haben die Menschen nicht vergessen, wie viel Liebe Bischof Nikolaus verschenkt hat und wie gut er zu den Menschen war. Jedes Jahr am 6. Dezember feiern sie deshalb den Nikolaustag.